Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Donkey Kong Country 2. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben bei Slime Climb in der dritten Welt mittlerweile. Und jetzt machen wir weiter hier mit Bramble Blast. Dem ersten Level, das komplett... das war nicht so geplant. Und da sieht man... dem ersten Level, was komplett auf diese Fässermechanik basiert. Davon haben wir noch einige. Hi Dixie, willkommen zurück. Ich wollte sie eigentlich hoch zu den Bananen werfen, aber irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. und da sieht man auch, wenn man den Kong wirft, muss man aufpassen, wo man ihn hinschmeißt. Dementsprechend, ja, das wollte ich nur demonstrieren, deswegen habe ich Dixie am Anfang gekillt. So, jetzt muss ich natürlich den richtigen Weg finden. Da lang, da lang. Und was ich sehr interessant finde, ist, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, also ich glaube, einen Tag, nachdem ich meine erste Aufnahme gemacht hatte, hat ein Streamer, den ich sehr gerne gucke, DuckDuck, komplett Donkey Kong Country 2 im Stream durchgespielt. Das heißt, ich weiß wieder ungefähr, was so auf mich wartet. Und meine Güte, ich habe es ehrlich gesagt nicht unbedingt einige der Level... Ja, ich freue mich nicht unbedingt auf einige der Level, vorzugsweise, was heißt vorzugsweise, also hauptsächlich so die späten Level, wo ich halt weiß, dass ich einfach nicht gut in diesen Leveln bin. Und er hat es geschafft, das ganze Spiel in 50, also nur mit 50 Toten hinzukriegen. Wir werden sowas von mehr Tode in diesem Spiel haben. Denn ich bin nicht gut in Donkey Kong Country, auch wenn ich seit meiner Kindheit spiele. Was da eigentlich hauptsächlich der erste Teil war. Bup. Und weit... Oh Gott, das habe ich vergessen. Die rotieren jetzt nämlich einmal komplett rundrum, statt dass die jetzt nur vier Richtungen haben, die Fässer. Da muss man aufpassen. Aber die Musik in diesem Spiel und in diesen Leveln ist einfach super. Ich glaube, Forest Interlude. Nee, das war, glaube ich, ein anderes. So oder so ist das ein sehr ikonisches Lied, was gerade im Hintergrund spielt. Also wenn man Leute fragt, was sind die besten Donkey Kong Country Lieder, ist das meist eins, was die Leute dann im Endeffekt auf das sie zeigen und sagen, das da. Auf jeden Fall. So, da lang, dann da hoch. Wir folgen den Bananen. Und schon haben wir den Weg gefunden. Oh Gott, warum? Gucken wir da erstmal hier. Also ich dachte, das ist der Buchstabe, da habe ich gerade nicht richtig geguckt. Boom und boom. Ach, das war gerade mal die Hälfte. Das war gerade mal die Hälfte. Oh mein Gott. So. Ja, ich habe gerade, heute ist der Tag, an dem die Blu-ray zu Spider-Man No Home rauskam und den Film habe ich gerade geguckt. Ist echt ein guter Film. Aber ich muss ehrlich sagen, die erste Hälfte ist, naja, ist halt typisch Marvel-Film, aber die zweite Hälfte ist richtig gut. Also ich wusste halt nicht, ob ich ihn vielleicht beim zweiten Mal gucken oder so nicht mehr so gut finde, aber doch, ist ein ziemlich guter Film. Ist ein ziemlich guter Film. Bin gespannt, wenn ich den mit dem Captain gucke, den Film, was er denn davon halten wird. Weil er ist da manchmal ein bisschen kritischer. Aber er fand auch Matrix 4 nicht so schlimm wie viele andere Leute. Und ich muss auch zugeben, Matrix 4 ist auch kein so schlechter Film, wie alle immer behauptet haben. Also, klar kommt er an die ersten Teile nicht ran, aber... ja, aber trotzdem, also so extremes Trainwreck war er jetzt auch nicht. Oder ich habe einfach einen... Gut, den habe ich sowieso, aber vielleicht habe ich auch einfach einen sogenannten Softspot für Filme, die halt nicht so gut sind, weil ich halt eigentlich... Es ist selten, dass ich bei einem Film wirklich sage, okay, der hat mir so gar nicht gefallen. Kommt aber definitiv vor. Also so ist jetzt auch nicht. Also mir gefällt auch nicht jeder Film. Das definitiv nicht. Aber ja, ich bin da auf der Seite des Captains, muss ich sagen, dass ich den nicht so schlimm finde wie manch andere, die da meinten, schlimmster Film letzten Jahres. Gut, ich habe nicht viele neue Filme aus dem letzten Jahr gesehen. Das waren... Was war das? Was habe ich letztes Jahr geguckt?
Venom 2, Spider-Man No Way Home und und anscheinend jetzt noch Matrix. Und ich glaube, das war es tatsächlich an wirklich neuen Filmen. Oder? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Nee, Eternals habe ich auch gesehen. Eternals war auch nicht so doll. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung. So, du kannst nur bis dahin, dann gehen wir das hier. So, dann da lang. Da lang. Also ja, heute so ein bisschen Filmtalk. Filmtalk mit Faili. Aber ich habe ja sowieso oft irgendwie gegensätzliche Meinungen zu Filmen, wie die allgemeine Meinung ist. Mir gefallen ja relativ viele Filme immer eigentlich ganz gut. Besonders wenn ich sie im Kino geguckt habe, da ist dann immer so das Spektakel des Kinos so ein bisschen noch, ist dann immer noch, sag ich mal, ein bisschen, da ist dann immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Magie, das ist ein bisschen übertrieben, aber das wertet es für mich dann doch meistens immer noch so ein bisschen auf. Ich bin blind. Also wenn ich einen Film im Kino geguckt habe, dann ist meistens meine Meinung eh noch mal ein Stück besser. So, jetzt habe ich's. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Und ich habe auch schon relativ häufig, so nachdem ich einen Film das erste Mal gesehen habe im Kino, Kurzreviews auf Twitter dazu rausgehauen. Und ja. Ganz oft. Nicht die langläufige Meinung. So, jetzt sind wir hier bei Kuddels Contest. Ich habe gerade keine Ahnung mehr genau, was das für ein Boss war. Oh, er war das. Den muss man immer irgendwo hinlocken. Wenn er auf den Boden aufkommt, einmal springen. Dann macht er so ein Fass. Das muss man holen. Und dann gegen ihn schmeißen. Und jetzt springt er ein bisschen schneller. Nicht gut. Nochmal. Dann schlägt er zu. Dann kommt das Fass. Und dann nimmst du das Fass. Dann spring. Und er hat es gerade kaputt gemacht, weil ich zu nah an ihm dran war. Das ist auch eine Sache, die hier passiert. Man kann da nicht einfach so in ihn reinrennen. Das funktioniert leider nicht. Man muss das schon von Weitem werfen. Und ihm mitten ins Gesicht schleudern. So geht das. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Ja, das ist es nämlich mit dem, wenn er auf den Boden ankommt. In der dritten Phase muss man echt darauf achten. Aber mit 3 Treffern war es das noch nicht gewesen. So, Fasszeit. Nicht die Fastenzeit. Nicht verwechseln. 4 reichen auch noch nicht. Denn bei ihm braucht man 5 Treffer, wenn mich nicht alles täuscht. Hab's ja erst gesehen. Aber das Detail weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Nein, 5 waren auch nicht ausreichend. Es müssen 6 sein. Und bam, weg ist er. Sehr gut, erster Try. Oh yeah, Dixie-Con. Wir haben es geschafft, schafft. Yeah. Und damit sind wir in Welt 4, nämlich Crazy Kremland. Oh yeah. Und es fängt an mit einem Hornissen-Level. Ganz ehrlich, die Logik der Level... finde ich manchmal ein bisschen fragwürdig, dass dann einfach irgendwie mittendrin so, ja, jetzt haben wir hier einfach mal so ein riesiges, keine Ahnung, Dornengewölbe. Jetzt ist hier einfach mal ein riesiges Hornissennest einfach so im vor Crazy Kremland. Finde ich manchmal ein bisschen komisch. Also ich finde die, finde halt die, an sich die, na sag schon, die Themen quasi, die beleuchtet werden. Also hier die, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Die Arten von Welten. Finde ich ziemlich cool. Dass das so viele Varianten hat und so. Das will ich jetzt... Dagegen will ich jetzt überhaupt nichts sagen. Das ist definitiv gut gemacht. Yeah, 2 One-Ups. Sehr schön. So wollen wir das doch sehen.
Also da haben sie, sind sie wirklich sehr kreativ gewesen. Ach, blödes Stachelschwein. Du Schwein! Also da braucht man nichts irgendwie sagen. Es ist schon kreativ. Aber wie das manchmal zusammengesetzt ist in diesem Spiel, bin ich mir nicht unbedingt so sicher, ob das alles so logisch ist. Aber gut, wir spielen hier Affen, die ja, auf Spinnen reiten. Vielleicht sollte ich das alles nicht zu sehr hinterfragen. Und zu sehr sagen, das ist nicht logisch oder so. So, kann ich mit meinen Schüchchen hier einfach über... Ja, kann ich. Okay. Cool. Können wir auch einfach den hier machen, ohne jetzt zu sterben? Cool. Was? Weil ich mich gedreht habe? Och man, komm schon. Das war nicht gut. Oh. Oh, nicht nur meine Spinne verloren. Ich glaube, Squidder heißt er. Sondern auch noch mein Diddy verloren. Kann er nie mein Diddy verlieren. Weg mit dir, dankeschön. Was ich aber machen kann, ist mein Diddy zurückholen, wie man sieht. Dann weg mit euch beiden. Dann noch eine Biene bzw. Wespe. Verstehe ich auch nicht ganz. Ich glaube, das sind Wespen oder Hornissen oder so. Aber die machen trotzdem Honig. Die können keinen Honig machen. Also, ich bin der Meinung, dass nur Bienen Honig machen. Also Honigbienen machen halt Honig, ne? Oder machen Wespen auch Honig? Oder Hornissen? Und sind Hornissen deswegen immer so mies gelaunt? Weil sie die ganze Zeit wegen Honig arbeiten müssen, um Honig zu machen. Da wäre ich aber auch sauer. Aber gut, wer weiß. Ich bin mir nicht sicher. So, hier oben den Haken habe ich gesehen. Keine Ahnung, was hier oben ist. Sieht nach irgendwie einer Art Shortcut aus. Finde ich ganz cool. Uah. Okay, hier hätten wir Squidder wieder verloren. Wahrscheinlich hätten wir die Donkey Kong Münze bekommen oder sowas. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Was wollen wir haben? Das G bringt uns jetzt nicht so viel, weil wir die anderen Buchstaben nicht haben. Nehmen wir uns einfach doch mal die 10 Bananen. Yeah. Sehr gut. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Herzstück dieser Welt. Target Terror, oder? Ist das schon? Yeah. Die Musik in diesem Level. Oh, ich liebe sie. Muss ich auf meiner Seite mal ein bisschen lauter machen? Oh. Disco Train, einer der besten Tracks in diesem Spiel. Wenn ich jetzt hier wenig kommentiere, dann ist das, weil ich zur Musik abjamme. Oh yeah. Bam, bam, bada, bam. Bam, bam, bada, bam. Bam, bam, bada, bam. Die Schreie sind halt auch super. Schönes Detail in der Musik. Yeah. Sehr schön. Geht auch gut voran hier. Seht's euch an. Ich möchte mehr solcher Level. Oh. Jetzt muss ich nachgucken, ob es vielleicht ein ROM-Hack von diesem Spiel gibt. Wo es wirklich nur Crazy Kremland Achterbahnfahrten sind oder sowas. Oh, was ist das für eine mega gute Idee eigentlich? Oh, wenn das noch keiner gemacht hat, ne? Ich werde es nicht tun. Denn ich bin in sowas wie ROM-Hacks machen und so nicht unbedingt super. Beziehungsweise habe ich es, glaube ich, auch noch gar nicht wirklich versucht. Ich wollte immer mal einen Pokémon-ROM-Hack machen. Hab mir auch Sachen dafür alles runtergeladen und so und habe nie dran gearbeitet. Gott. Ja, nicht die X-Fässer mitnehmen. Und schon haben wir es geschafft. Das war's schon wieder mit dem Level. Also wir haben jetzt das Bonus-Level zwischendrin verhauen. Irgendwo hier war noch ein Decay-Barrel.
Interessanterweise. Weiß ich jetzt aber auch nicht wo. Und hier haben wir jetzt Bramble Scramble. Und herzlich willkommen im nächsten Dornenland. Und das finde ich ist halt. Das finde ich ergibt halt ein bisschen wenig Sinn. Dass wir jetzt eigentlich mitten im Karnevalslevel, also erstmal das riesige Hornissennest, bevor wir beim Karneval waren. Und jetzt sehe ich hier diese. Ja, und jetzt einfach diese riesige Dornwand und alles. Wieso ist Dixie da jetzt draufgegangen? Verstehe ich nicht ganz. Ja, da geht irgendwie die Logik ein bisschen flöten. Wir sind gerade mit der, wir sind gerade mit der Dingens gefahren, mit der Achterbahn. Und dann, ach ja, hier oben, da haben wir halt ein bisschen so Dornbüsche und sowas alles. Warum? Das ist so, das entzieht sich irgendwie ein bisschen meiner Logik, muss ich zugeben. Und das finde ich ein bisschen schade, weil sonst alles ja ganz gut zusammenpasst hier. Warum nicht dann einfach eine Welt machen, wo wir quasi Dorn- und Honig-Level haben und vielleicht noch irgendwie ein Sumpf-Level zwischendrin oder sowas. Und das so ein Teil einfach der Map ist. Ein eigener Teil der Map. Aber nein, wir quetschen das Ganze hier irgendwie mit in Crazy Cramland rein. Verstehe ich nicht ganz. Irgendwas wird sich Rareware dabei gedacht haben. So, und hier haben wir jetzt das nächste. Und zwar spielen wir hier jetzt mit Squawks. Ich glaube, wir hatten noch kein Squawks-Level. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, und wie war das? Ich glaube, ich kann mit Diddy unten die Dornen berühren. Ja, genau. Da kriegt man keinen Schaden. Das ist egal. Es sei denn, es ist eine Wand, die links und rechts noch quasi irgendwie sowas hat. Sonst braucht man sich da kaum Sorgen machen. Und später wird noch ein Level kommen. Oh mein Gott. Ich werde sowas von da durchragen, durch die ganzen Sachen. Und das wird vielleicht ein bisschen unschön werden. Wenn ich dann einfach die schönen Szenen drin lassen, die unschön rausschneiden. Und das wird dann schon gut gehen. Uah! Kommt da einfach eine rote Biene, Mücke, ein roter Singer. Mücke vor allen Dingen, Wespe. Ihr wisst, was ich meine. Weg mit dir, danke. Uah! Ich habe die beiden doch gesehen, aber ich dachte mir, ja, jetzt ein bisschen langsamer fliegen, ne? So auf Höhe von den Mücken. Das geht schon klar. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam, 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 bam. La, 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 la. Das One-Up wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Weg mit dir. Das ist gerade mal das O. Oh, ich habe das K verpasst. Haben wir jetzt irgendwo den Midway Point oder hatten wir den schon? Ich bin mir gerade unsicher. Wirkt mir doch wie ein sehr langes Level. Okay, hier haben wir den Midway Point, sehr schön. Wie bin ich dem gerade ausgewichen? So, das Decay Barrel brauchen wir gerade mal nicht. Okay. Dum, dum, dum. Da, 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 da. Ah! Konnte ich doch gar nicht reagieren. Oh nein, oh, da bin ich zu früh gesprungen. Das war keine Absicht. Wupp. Wupp. Jawohl. Das lief doch schon besser. Oh mein Gott, da wäre ich beinahe. Weg mit dir und weg mit dir. Dankeschön. Ich sehe nicht, was passiert. Okay. Das gibt mir ein bisschen Sicherheit. Auch wenn das natürlich kein extra Hit ist oder so. Das gibt mir noch mehr Sicherheit. So, einmal durch hier, einmal durch hier und dann geht's ab, Leute. Es geht los, 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 los.
Okay, let's go. Kennt ihr ja sicher irgendwie, wenn ihr irgendwie auf so einem Jahrmarkt oder sowas seid und da ist dann sowas wie ein Breakdance und so. Da ist immer irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich immer derselbe Typ ist oder nicht oder wie auch immer. Aber die Stimmen klingen immer gleich, wenn die sich da irgendwie ans Mikrofon setzen und dann sagen die immer dieselben Sachen so. Oh meine Güte, jetzt geht's rund hier, noch eine Runde. Jo, jo, jo. Jetzt werden wir euch mal richtig durch die Mangel nehmen. So nach Motto. Und dann immer mit diesem, einfach mit diesem Reverb und allem, also mit dem Hall und so, klingt halt irgendwie immer sehr ähnlich. Jetzt wäre das entweder immer derselbe Typ oder es sind irgendwie Aufzeichnungen von der gleichen Stimme oder so. Ich weiß es halt nicht. Warum ist mein Vogel so langsam? Weg mit dir. Weg mit dir. Und noch einer. Denn aller guten Dinge sind 3, 4 irgendwas. Ah, da bin ich einmal zu hoch geflappt. Alexa, bestell Hautcreme. Mal gucken. Wenn es bei euch getriggert hat, schreibt es in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Das lasse ich auch dafür einfach drin. Ich selbst habe keine Alexa, um ehrlich zu sein, weil das scheint mir mehr wie so ein, ja, ist halt ein nettes, eine nette kleine Spielerei irgendwie. Aber ich muss jetzt aus meiner Wohnung kein Smart Home machen oder sowas. Das ist für mich vollkommen unnötig. Oh, deswegen war mein Vogel so langsam. Ich habe nicht gleichzeitig noch nach oben gedrückt. So. Oh, komm. Als ob, komm. Was soll denn das? Okay, irgendwie ist jetzt gerade der Wurm drin. Irgendwas ist jetzt komisch. Ich hätte jetzt nicht einfach irgendwie random zwei Leuten Hautcreme bestellen sollen. Das hat sich nicht gut auf mein Karma ausgewirkt, habe ich das Gefühl. Oben. Genau. Vorsichtig, vorsichtig. Und weg damit, danke. Ach, der obere nervt halt. Ach komm. Alter, bin ich jetzt wirklich dreimal ganz kurz vorm Ziel gestorben. Zweimal. Aber trotzdem. Oh, nervig. Ah, da wollte ich einen Schluck trinken. Hab vergessen, dass ich immer mit der Musik mitsinge. So, bitte einmal Dixie. Dann ist, glaube ich, hier oben irgendwas. Was ist denn da oben noch? Achso, ich kann sie auch einfach so nach vorne schmeißen. Bonuslevel hier oben. Miau. Okay, aber ich komme nicht. Ich werde nicht nach da oben geportet. Okay. Dixie? Okay. So, das Level hier hat eine ganz eigene Mechanik. Und zwar ist das ein Rennen. Das erste, was wir machen wollen, ist rückwärts fahren. Damit wir einen kleinen Boost bekommen. Einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Damit wir hier auch auf jeden Fall Erster werden. Was wir nicht müssen. Aber so wird es doch ein bisschen aufregender. Dum, 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 dum. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Jetzt will ich aber wissen, ob das wirklich einfach nur ein Bonuslevel ist oder nicht. Könntest du bitte? Danke. So, machen wir es doch einfach so. Yep. Destroy them all. Ich
konnte doch gar nicht alle platt machen. Hä? Die waren doch auf unterschiedlichen Ebenen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Okay, egal. So, einmal nach hinten und dann... Wuhu! Gott, hatte ich da gerade Glück. Ist halt schon sehr schnell. Aber ich habe auch bei DuckDuck gesehen, man muss gar nicht diesen Turbo Boost sich holen, um Erster zu werden. Es geht auch so, es ist nur ein bisschen schwerer. Dam, dam, da, da, dam. Nein! Das war zu früh. Zu spät? Nee, zu früh. Ich bin zu früh gesprungen. Okay. Wir wissen, dass uns das Bonuslevel nicht so viel bringt. Machen wir das hier mal in normaler Geschwindigkeit. Oh. Immerhin haben wir gute Musik. Das gut, also wirklich, das unglaublich Gute an diesem Musikstück ist halt auch, dass es so dieses hat. Das ist so dieses Auf und Ab in einer Achterbahn. Das ist ziemlich gut, also das ist wirklich sehr gut durchdacht. Und das ist mal wieder so das, wo ich mir dann denke, so, das muss sich jemand mal irgendwie mit der Achterbahn im Kopf ausgedacht haben, dass die Musik auch das widerspiegelt und wie genau er das musikalisch umzusetzen hat und so. Und deswegen bin ich immer so fasziniert von Musikern und was die nicht so alles so Interessantes an Videospielmusik raushauen können. Ich sag mal so, so ein orchestraler Soundtrack, der einfach irgendwie epische Klänge drin hat und so, kann auch ganz cool sein, ist auch immer ganz cool. Aber Musik, die halt auch wirklich dem zugeschnitten ist, was man da sieht, was man gerade macht und so weiter. Wie zum Beispiel hier sowas mit der Achterbahn. Sowas finde ich immer noch irgendwie, ich sag mal nicht universell besser. Aber es hat halt irgendwie was, ne? Es hat schon viel Schönes. Okay. Da macht man so. Achso, und dann macht man einfach so. Aber am besten hätte ich mir mal was anderes geholt als nur eine Banane. Banane, 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 Banane. Ja, und damit haben wir Rickety Race auch geschafft. Und haben jetzt hier noch das Monkey Museum und Swanky Kongs Bonusbude, was uns beides nicht interessiert. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich speichern. Achso, dann müssen wir nochmal komplett zurücklaufen. Okay, nee, aber dann sind wir wieder außerhalb von Kremland und haben auch diese Level geschafft und würde sagen, das wär's mit dieser Folge von Let's Play Donkey Kong Country 2. Beim nächsten Mal sind wir dann hier im Mudhole Marsh. Offenbar gibt's dann auch noch ein Wespenlevel und einen Boss wahrscheinlich auch noch. Ich sag an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann.